Hallo und herzlich willkommen zu Sei achtsam. Wenn wir viel am Schreibtisch sitzen, haben wir häufig Verspannungen oder spüren Anspannung im Schulter-Nackenbereich. In der Achtsamkeit geht es darum, wieder raus aus dem Kopf, rein in den Körper zu kommen, um auch gerade solche Anspannungen und Verspannungen frühzeitig wahrzunehmen und nicht erst abends auf der Couch. Versuche also, wenn du am Schreibtisch sitzt, wirklich deine Sitzposition mehrmals am Tag wahrzunehmen. Halte kurz inne und spüre in deinen Körper hinein. Sitze ich wirklich gerade oder sind meine Schultern vielleicht nach vorne gebeugt? Versuch dich dann immer wieder bewusst aufzurichten, deine Schulterblätter eher zusammenzuziehen und die Schultern weg von den Ohren zu bringen. Wenn wir Verspannung spüren, wollen wir es häufig schnell weghaben. Es stört uns im Alltag, es ist unangenehm, es stresst uns noch on top und wir wollen uns ja gut fühlen. Der Körper sendet uns aber Signale mit diesem Schmerz oder mit diesen unangenehmen Empfindungen. Bei der Achtsamkeit geht es jetzt darum, dass du eher diese unangenehmen Empfindungen wahrnimmst. Versuchst zu lokalisieren, wo genau der Schmerz sitzt oder die Spannung sich anfühlt, wie sie sich anfühlt und wie sie sich vielleicht von Moment zu Moment verändert. Wenn du das verstärken möchtest, kannst du deine Atmung sogar in den Bereich hineinschicken. Also kurz innehalten, wenn du merkst, du spürst Anspannung und dann versuchen, deine Atmung dort hineinzuschicken, in deinen Körper hineinzuspüren. Ich möchte dir jetzt noch eine Übung zeigen, die du am Schreibtisch machen kannst, um gerade im Schulter-Nackenbereich Verspannung vorzubeugen. Setze dafür deine Hände auf deine Schultern auf. Vier Finger zeigen vorne und der Daumen zeigt nach hinten. Achte darauf, dass deine Ellbogen wirklich oben sind. Sitze aufgerichtet und stell dir einen Faden vor, der dich Richtung Decke zieht. Und jetzt ist es wie beim Kraulen, beim Schwimmen. Dreh deine Schultern achtsam nach vorne. Mach das so, dass der Ellbogen, der unten ist, ganz nah am Körper ist und der oben ist, ja, als ob er einen Strich Richtung Decke malen möchte. Große kreisende Bewegung. Wenn du die Bewegung nun hast, schließe deine Augen und spüre bewusst in deine Schultern hinein. Nimm wahr, ob sich beide Schultern gleich flexibel anfühlen. Häufig ist das so, dass eine Schulter ja etwas flexibler ist. Versuche hier auch nicht zu werten oder Gründe zu suchen, warum das so ist. Wenn du möchtest, kannst du deine Augen dabei schließen und mehr in deine Schultern hineinkommen. Und dann mach die Bewegung in die andere Richtung, das heißt kreisende Schulterbewegung nach hinten. Achte wieder darauf, der Ellbogen, der unten ist, ist ganz nah am Körper und der oben ist, zeigt Richtung Decke. Und dann leg deine Hände auf deine Oberschenkel ab. Halt deine Augen noch für einen Moment geschlossen und spüre jetzt nach. Du wirst Energie, Wärme wahrnehmen, was deine Durchblutung gerade im Schulterbereich gefördert. Es wird dir gut tun und es wird Verspannungen vorbeugen. Ich wünsche dir noch einen achtsamen Tag.